Der 16. Tag unseres Adventskalenders ist offen und ich möchte mit einer Frage beginnen. Wie hießen die heiligen drei Könige? Die Antwort, die meistens gegeben wird, ist Kaspar, Melchior und Balthasar. Aber mit ganz, ganz großer Wahrscheinlichkeit hießen sie nicht Kaspar, Melchior und Balthasar. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, sie kamen aus dem sogenannten Morgenland der heutigen persischen Welt und da waren diese Namen doch, nun ja, vielleicht nicht der Standard. Man weiß es im Endeffekt nicht. Und es waren auch keine heiligen drei Könige. Sie werden als Weise beschrieben. Ich möchte die nächsten Tage mit euch einfach mal diese drei Weisen genauer anschauen und mal gucken, was wir da lernen können. Und ob es drei waren, ist auch nicht klar. Heute fangen wir an im Kapitel 2 des Matthäusevangeliums. Nur zwei kleine Verse. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Was waren das für Leute, diese drei Weisen? Soweit man das heute erkennen kann, waren das hochgebildete Leute aus dem Persischen Reich, vermutlich so eine Mischung aus Universalwissenschaftler, Astronomen, Astrologen. Da ging damals so vieles ineinander. Die Menschen haben seit jeher die Erde betrachtet und auch gerade die Sternenkonstellation und haben versucht, aus den Sternen etwas herauszulesen. Und so war das auch damals in dem damaligen Persischen Reich normal, dass man guckte, was die Sterne sagen. Ich glaube, dass Gott uns Menschen zwei Dinge mitgegeben hat. Die Fähigkeit, ihn zu suchen und die Sehnsucht, ihn zu finden. Und ich glaube, diese beiden Dinge sind der Hintergrund, weshalb diese Weisen aus dem Morgenland überhaupt unterwegs waren. Sie haben alles an Wissen aufgesaugt gehabt, was damals möglich war. Alles, was nach menschlichem Ermessen damals gelernt werden konnte, das hatten sie wahrscheinlich gelernt. Und sie haben gemerkt, dass es die tiefe Lebenssehnsucht in ihnen nicht beantwortet hat. Und als sie dann eine Sternenerscheinung gesehen haben, ein astronomisches Ausnahmegeschehen, da sind sie aufmerksam geworden. Da haben sie gemerkt, hier passiert etwas, was völlig außerhalb der Norm ist. Und sie haben es im Rahmen ihres Denkens und Verstehens versucht zu interpretieren, dass, und ich formuliere es jetzt mal mit den Worten, mit denen sie es vielleicht damals gesagt hätten, dass die Götter ihnen ein Zeichen gegeben haben, dass etwas ganz Besonderes an einem bestimmten Ort passiert ist und sie haben versucht, dieses Besondere herauszufinden. Was mich an dieser Geschichte fasziniert, sind ein paar Dinge. Das erste, Gott benutzt ungöttliche Vorstellungen und christliche Vorstellungen, heidnisches Denken, um Menschen zu begegnen, um sie auf sich aufmerksam zu machen. Er hat keinen Boten geschickt nach Persien, sondern er hat im Rahmen der Denkwelt, in der diese Männer damals waren, angefangen, in ihrer Sprache mit ihnen zu reden. Und für mich ist das etwas, was zutiefst zu Weihnachten dazugehört. Gott kommt in unsere Welt, in unser Denken, in unsere Sprachvorstellungen hinein, damit wir verstehen, was er zu sagen hat.
Natürlich sind wir begrenzt und wir können mit unserer Sprache und unserem Denken niemals ganz Gott erfassen und beschreiben. Aber Gott ist es wichtiger, dass wir überhaupt anfangen können, zu ihm zu kommen, als dass wir gleich alles richtig verstehen und beschreiben können. Und das wäre nur mit einer himmlischen Sprache möglich. Und so benutzt Gott diese seltsamen Wege, um Menschen zu sich zu ziehen und auf sich aufmerksam zu machen. Wir dürfen darauf warten, danach fragen, dass Gott mit uns so redet, dass wir es verstehen. Und vielleicht manchmal mit dieser ganz einfachen Frage: Gott, gibt es dich wirklich? Zeige dich mir. Lass mich erkennen, dass du real bist, dass du wirklich bist. Gott, wir warten darauf. Ich warte darauf, dass ich irgendwie anfangen kann, Schritte vorwärts zu gehen. Ein solches ehrliches Gebet wird Gott erhören. Das steht in der Bibel an den verschiedensten Stellen, dass wo wir wirklich suchen, dass er sich finden lässt. Die drei Weisen haben am Anfang viele Irrwege eingeschlagen. Sie hatten keine Ahnung, wonach sie wirklich suchen sollten. Aber sie haben dieses eine Zeichen, was sie hatten, genommen und sind losmarschiert. Wir fragen Gott manchmal: Gott, was willst du? Kannst du uns irgendwie Wegweisung geben? Willst du uns nicht deutlich zeigen, dass es dich wirklich gibt? Ich habe den Eindruck, dass Gott immer uns ein Zeichen gibt und uns dann einlädt, dass wir einen Schritt tun. Und dann leitet er weiter. Das ist übrigens etwas, was wir auch bei den Weisen sehen können. Er hat den Stern geschickt, die Weisen sind losgegangen. Sie sind am Anfang auf falschen Wegen gewesen, aber er hat dafür gesorgt, dass sie richtig ankommen. Aber da sind wir schon morgen. Nochmal dieser erste Gedanke: Gott gibt uns Zeichen, damit wir uns auf die Suche begeben und damit unsere Sehnsucht nach dem Vater im Himmel gestillt wird. Wenn Gott mit dir redet, wenn er dir irgendwo Gedanken, Gefühle gibt, Sehnsucht nach ihm, dann möchte ich dir Mut machen, loszumarschieren. Er wartet auf dich. Er wartet, dass du losläufst. Jesus, danke, dass du mit uns so redest, dass wir es verstehen. Auch wenn es manchmal vielleicht sogar magische Vorstellungen sind, in denen wir anfangen. Wir beten darum, dass du mit deinem Heiligen Geist wirklich an uns und in uns so arbeitest, dass wir verstehen, wo der nächste Schritt ist, Herr. Das reicht und den wollen wir dann gehen. Amen.